Im letzten Part hat Marcel eine gruselige, gruselige Geistergeschichte in einem unheimlichen Haus mitten im Sumpf erfahren. Ihm standen die Nackenhaare bis zum Berge, die Fußnägel haben sich ihm hochgeklappt und seine Seele ist entwichen. Nun hat er die nächste Stadt, Romancia City, erreicht und bevor er sie weiterhin erkundet und mit Okama Schwuchtelini spricht, will er noch schnell wohin reisen. Wohin die Reise geht, werden wir gleich sehen. Buongiorno, meine kleinen Macaronis, bei einem neuen Part von Pokémon X. Wir werden mal kurz... Wo ist es? Namenbewerter? Nee. Wo ist der Penner? Hier auch nicht. Wo ist der Sack? Halt, wo? Center, Hotel... Namenbewerter. Hallo, geh da drauf! Center, oder kommt das erst noch? Sag mir nicht, das kommt erst noch. Ach, hier ist der Attackenhelfer. Ist der Verlerner auch hier? Ich wollte eigentlich die Zerschneiderkacke verlernen lassen. Aber ich glaube, das wird so schnell nichts. Hey, ich würde dich anquatschen. Ja, hat sich voll gelohnt. Bla bla bla. So. Oder ist der Attackenverlerner erst später da? Das wäre scheiße. Hey du! Bla 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 bla. Möchtest du? Also gut. Kombi-Attacke? Ach so. Das habe ich noch nie gemacht. Ich werde es einfach mal machen. Wassersäulen. Aquawelle ist... Oh, Wassersäule ist ziemlich stark. Ein Angriff mit Wassersäulen. Mit Feuersäulen kombiniert steigt die Wirkung und ein Regenbogen erscheint. Ich habe nämlich noch nie diese Attacken miteinander kombiniert. Zertrümmer könnte ich auch vergessen lassen. Ja, mach ich mal. Weil ich es eigentlich scheiße finde. Aber Wassersäule mit 80, das ist ja schon gar nicht mal so schlecht. Cool. Du musst unbedingt einen Doppelkampf heraufbeschwören. Ja, du sollst Salamandrach auch etwas beibringen. Feuersäulen, ja. Schlitzer möchte ich gerne behalten. Ich glaube, ich mache Funkenflug weg. Ist erstmal schwächer und der Effekt bringt nicht so viel. Mit Pflanzensäulen kombiniert steigt die Wirkung und die Umgebung wird zu einem Meer aus Feuer. Sehr schön. Ah, wir machen mal hier Funkenflug, ne? Weg. Schuss, Funkenflug. Es war schön mit dir. Wir werden die Säulenattacken natürlich nicht für immer behalten. Ich meine, es gibt Besseres. Das sind wir mal ganz ehrlich. Es gibt eindeutig Besseres. Yay, yes, Salamandrach. Feuersäulen. Hat sich aber gelohnt. Ja, ja, Doppelkampf, bla bla bla. Interessiert mich nicht. Drachenattacken habe ich nur gelesen. Und yay, toll. Du bist trotzdem potthässlich. So, das war der Attackenlehrer, Lerner, Helfer oder wie auch immer. Also werden wir die Attacken wie Zerschneiden und so weiter erst hinterher verlernen lassen können. Ein Gengarnit. Ja, geil. Bla bla bla. Als wenn ich nicht weiß, was das Ding bringt. Also bitte, ich bin doch nicht völlig bescheuert. Ich bin zwar ein bisschen blam, aber nicht völlig bescheuert. Ja, Mama ist recht. Was kann ich mir ansehen? Nanu, das ist doch ein Viscora, oder? Sag mal, kann es sein, dass es bei all euren Pokémon-Kämpfen K.O. geht? Was willst du eigentlich, du Behinderte? Nanu, Glurak, wie es sich an dich schmiegt, das muss sich wirklich irrewohl bei dir fühlen. Hä? Was bringst du eigentlich? Du bist doch voll sinnlos, du blöde Schrapnelle. Ich hasse dich. Du alte Schrulle, du. So, egal. Tschüss. Hallihallo, wie du sehen kannst, bin ich hier der Präsident. Ah, du bist es. Was? Halt, bekommt es noch etwas Nettes von mir. Ach, meine Güte, ey, ihr habt's aber alle hier. Komm, Salamandrach, du bist vorne dabei. Bla, richtig fleißig, das muss man ihm lassen. Wenn es sich allerdings noch mehr ins Zeug legt, bekommt... Aber willst du mich eigentlich völlig verkackeiern hier? Du kannst dich mal kreuzweise, du blöder Hund. Tse, du mit deinem Billo-Fanclub. Reist von Region zu Region, um anderen auf den Sack zu gehen. Tse. Poppyloser Sack. Bla bla bla.
bla bla bla. Möchtest du mir einen... Ach so, die kann mir sagen, was ich dann erlebt habe. Ich zeige in Orden und dann sagst du mir, ah, mit dem Pokémon und mit dem Pokémon hast du gekämpft, bla bla bla. Ja, ja, wer es mag, ne? Ich wollte auch nicht. Ah, die Pokéballfabrik. Ah, ja, hier, ja, genau hier sind wir. Ja, okay. Bla bla bla. Hallo. Ein Blattstein. Ich dachte, jetzt kriege ich einen Pilz. Ja, ein Blattstein ist auch cool. Hier haben wir ein nettes kleines Kaff. Pass auf, ich verrate dir was. Große Dinge sind für mich einfach das Größte. Ah, hast du etwa keine großen Pokémon? Naja, bin ich. Oh, was? Huch. Bing, bing, ein Hyperball! Yay! Ganz toll. Sie will ein großes Pokémon sehen. Möchte ich jetzt eben schnell eins zeigen? Damit meine ich jetzt nicht, dass ich meinen Dingeldong aus der Hose hole. Nein, nein, nein. Ich meine nämlich wirklich ein richtiges Pokémon. Haben wir überhaupt zum Beispiel einen Onix oder so? Ja, nicht. Tatsächlich, wir haben Onix. Nidorio. Ich hole dich gleich wieder. Keine Angst. Es dauert nicht mal 2 Minuten. Ah, schnell. Schnell, schnell, schnell. Schnell. Wow, da bleibt einem echt die Spucke weg. Onix ist wirklich riesig. Was für ein tolles Gefühl das sein muss, wenn man auf dieses Onix klettert. Von höher gelegenen Orten aus kann man Dächer, weit entfernte Berge und andere Dinge sehen, die sonst verborgen bleiben. Deshalb mag ich auch alles, was groß ist. Wie zum Beispiel Penisse. Eine Pokepuppe, meine Güte. Wir kriegen ja nur Puppen. Ich meine, dass sie eine Puppe hat, okay. Ist ein Mädel, aber der eine Typ hat auch eine Puppe und der ist bestimmt ein Pedobär vom Beruf, der hier weiter rechts steht. Vom letzten Part. Egal. So. Wir müssen schnell. Lorio. So. Mach's gut, Onix. Es war schön, dich zu missbrauchen. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ah, ich dachte, der steht da nicht mehr. Ah, verdammt. Ich dachte, der wäre weg. Nein, der ist immer noch da. So, dann wollen wir mal schnell hier weiter düsen. Da ist eine Arena. Machen wir erst die Arena oder gehen wir erst zur Pokéballfabrik? Ah, hier sind wir, hier sind wir. Das war die Feenarena, oder? Cem, Überraschung, Fee, alles Klärchen. Das ist ein Job für die Honigkönigin. Huhuhu. Kurz was überlegen. Ja, okay, ja, gut. Passt alles ganz gut. Ja, ja, ja. Dann wollen wir... Ah, damit kommen wir zurück. Dann wollen wir mal die Arena bestreiten. Ja, geht doch mal schneller hier voran, als ich dachte. Jetzt sind wir hier. Hier haben wir schon mal nichts. Jetzt gehen wir mal rechts. Wo kommen wir hin? Wir kommen hier hin. Beim ersten Mal habe ich so ewig gebraucht, bis ich hier durch war, weil ich einfach nicht den verdammten Weg gefunden habe. Ich hoffe mal, dass ich es jetzt schneller schaffe. Und wir kriegen keine Gegner. Was ist denn hier los? Oh, unsere erste Gegnerin. Hallo. Wir sehen aus wie Puppen in einem Puppenhaus. Findest du nicht auch? Ja, da hast du recht, meine Hübsche. Und warum sage ich meine Hübsche? Weil sie hübsch ist. Ein wirklich, im Vergleich zu der Träumerin, ist das hier wirklich das genaue Gegenteil. Kimono-Trägerin sind einfach wunderschöne Trainer, muss man einfach mal sagen. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Klavion! Das ist Stahlfee, oder? Das ist doof. Pokémon, wechsel dich auf Salamandrach. Slimer, komm zurück. Du hast keine Chance gegen den Schlüsselbund des Grauens. Er öffnet dir nur die Pforte zur Hölle. Glock. Ich werde einen Teufel tun und auf Drache wechseln. So, vom Element her. Feuersäulen, Salamandrach. Die Mega-Attacke. Und Volltreffer. Yay. Du hast deine Schlüssel verloren. Punkte. Slime erreicht Level 33.
Kirlia! Ah! Los, Feuersäulen! Alter! Es ist aber auch ziemlich overleveled, also... Punkte! Gornbull! Alter, das ist eine Fee! Warum ist es nicht normal geblieben? Das ist so... Für eine Fee ist das echt porthässlich. Und Snubbull und Granbull waren schon immer porthässlich, also das muss man einfach mal sagen. Alter, eine Fee, bitte, das ist die hässlichste Fee, die es gibt. Und er überlebt? Ii, ich bin doch kein Dauerlolli. Wag es nicht noch einmal, mich anzuschlabbern. Ja, ich schlitze dich mit meinem Schwanz auf. Ah, guckst du, was? Yes, Salamandrach erreicht Level 47. Oh yeah. Flammenwurf. Scheiße. Ich möchte gerne einmal die Sachen kombinieren. Also werde ich die Dunkelklaue erst einmal vergessen lassen. Ja, schwupp, 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 Flammenwurf erlernt. Und nachdem wir im Doppelkampf mit Frogger und Salamandrach die Säulen kombiniert haben, werden wir sie vergessen lassen. Tja, du bist eben doch keine Puppe, sondern ein Pokémon-Trainer. Der sich in dich verliebt. Haha, oh, Mademoiselle. Oh, du schönste der Schönen. Mein Herz ist pocht vor lauter Ehrfurcht. Lass mich für immer der Deinige sein. Sanji, es reicht. Ah, du gibst mir dein Geld, das ist so lieb von dir. Aber ich kann es nicht annehmen. Ah, du bestehst auf, ich nehme es an. Aber wir werden uns irgendwann wiedersehen. Du schönste der Schönen. Was war denn jetzt eben los mit mir? Angriffe eines bestimmten Typs sind wirkungslos gegen unsere geliebten Feen-Pokémon. Ja, ich weiß auch, welche du meinst. Ja, die ist auch ganz schnuckelig. Oh, das Törtchen. Da kriege ich irgendwie Hunger auf Verzüßet. Ne, Smiley, Smiley, Slimer, da kriegst du auch richtig Hunger, ne? Aber keine Angst, die Honigkönigin wird dir schon was überlassen von dem Mini-Törtchen. Los! Energieball! Das ist nicht sehr effektiv! Ich zeig dir, was sehr effektiv ist! Nämlich der Giftschock! Mit Step und Item und... Boom! Sehr effektiv! Und du lebst noch! Wahnsinn, ich bin ja zutiefst beeindruckt! Das ist nicht sehr effektiv! Aber das hier ist sehr effektiv! Ich schocke dich! Yay! Lila Glasur! Punkte! Slimer erreicht schon wieder Level 34. Es steigt auf, wollte ich sagen. Ach, meine Güte. Frogger erreicht Level 46. Nidorio erreicht Level 45. Eisenschädel. 80. Hahaha. Was war das? War okay. Tschüss, Schlitzer, es war schön mit dir. Aber Eisenschädel, haben wir schon mal eine Step-Attacke, das ist sehr schön. Und eine Attacke, mit der wir die Feen ordentlich zermalmen können. Es gibt aber auch Typen, gegenüber denen Feen-Pokémon im Nachteil sind. Da hast du recht, Schnucki. Ja, du bist echt süß, muss man mal sagen. Oh, du bist so schön. Deine Schönheit überstrahlt diesen ganzen Raum, selbst diese Lampe hier. Ich werde für immer einen... Platz für dich in meinem Herzen frei halten. Du schönste Blondine! Sanji, gleich rappelst im Karton! Oh. Ja, ich bin noch nie so schnell hier gewesen. Alles klar. Ich möchte noch nicht zur Arena-Leiterin, denn wir haben noch eine Kimono-Schnuffi-Tufi-Schönheit, die wir vertrimmen müssen. Sogar zwei noch. Angetrieben von meiner Verehrung für Valerie bin ich hergekommen, um ihre Schülerin zu werden. Ah, sehr schön. Oh, wieder eine wunderschöne Dame. Roxanne, es wird meine... du bist so ein komisches Vieh. Es tut mir leid, dass ich dich besiegen muss, aber auch wenn du schön bist, muss ich dir leider Bitch-Snaps verteilen. Es tut mir leid. Dieses aufgeplatzte Sofakissen, ne? Alter. Es sieht aus wie ein Vogelnest, in dem die Periode gewütet hat. Es hat keine Wirkung.
Haha, gleichgeschlechtliche Liebe gibt's nicht in Pokémon. Wie diskriminierend. Giftshark. Du kannst so charmant sein, wie du willst. Es bringt dir nichts. Was will ich mit Angriff, wenn ich spezial angreife? Könnte auch ein Feueralarm sein. Und ich könnte den erreichen, Level 46. Yay. Nein. Valerie, es tut mir leid. Ach, sei nicht traurig. Hier, ich gebe dir ein oder sogar zwei Schultern, an denen du dich ausweinen kannst. Ja, ich bin für dich da. Du schönste aller Daywalker-Frauen. Ah, mein Herz. Und die letzte Kimono-Trägerin. Na, was sagst du zu diesem Kimono? Den hat Valerie entworfen. Ich werde versuchen, seiner Schönheit im Kampf gerecht zu werden. Ah, so. Ja, eine kämpferische, entzückende Trainerin. Irma, setz dir denn ein. Und wir setzen Slimer ein, um es gleich wieder auszutauschen. Und ich muss sagen, Slimer levelt ganz fleißig mit, das gefällt mir. Aber du wirst jetzt einfach wieder zurückgerufen, denn die Honigkönigin wird sich mit Freuden um dieses Pokémon kümmern. Los geht's! Wollt wechseln? Ja, denn verzieh dich ruhig. Wenn du dich traust, wieder herzukommen, wird es dein Ende sein. Azuberry! Giftspitzen! Für dich, der denn! Ja, ja. Regentanz, das bringt dir nicht viel. Ah, es pisst ganz toll. Wie kannst du es nur wagen? Giftshark! Wie kannst du es nur wagen, dich zu heilen? Aber es bringt dir nichts, denn jetzt wirst du ins Gras beißen. Das war's für Azurmeryl. Ach ja, Viscogon kriegt auch keine Punkte, weil, ja genau, Dedenn ist das Opfer gewesen. Es tut mir leid, aber du wirst mit einem Schlag sterben, hoffe ich. Und kippst du sofort tot um? Ja! Es tut mir leid, diese Maus, aber das war's. Slimer kriegt Punkte und erreicht Level 35. Du besiegst Irma. Deine Stärke macht dich wunderschön. Wir haben eine Verehrerin. Oh, eine Verehrerin, wir sind keine Moffs mehr. Ich bin kein Moff mehr, kein Ingame-Moff mehr. Sobald ich Champ der Liga bin, machen wir zwei Liebe. Ja, und das war's dann. Hier haben wir jetzt jede Trainerin besiegt. Das ging relativ flott, muss ich ja mal sagen. Finde ich schnell zurück? Ja, ich finde sehr schnell zurück. Warum ging es beim ersten Mal nicht so? Ich verstehe es nicht. Zack. Oh, und jetzt ist Valerie dran und die schaffen wir sogar noch in diesem Part. Das ist ja unfassbar. Hallo. Aber vorher werden wir noch einmal kurz Honigkönigin einen Trank reinjagen. Und jetzt werden wir mit ihr quatschen. Takje, Trainer. Na, haben dir die Warpfeller gehörig das Köpfchen verdreht? Wie auch immer, auf in den Kampf! Ich, Valerie, kämpfe mit Pokémon vom Typ Fee. Sie mögen aussehen wie Sensibelchen, aber haben aber ganz schön was drauf. Süß! Alien-Augen! Geile Mucke! So,
die Musik ist langsam im Gange. Da kann ich jetzt, wie jedes Mal beim Arena-Kampf, wieder anfangen, ein bisschen zu quatschen. Wir haben jetzt natürlich erst einmal schön das Feld infiltriert mit Giftspitzen. Während diese Attacke... Das war was? Lass diese Attacke relativ gut an uns vorbeigehen. Ich mach mal erstmal den hier. Ach du Scheiße. Honigkönigin, ich glaube... Ich werde dich kurz austauschen. Scheiße, den Giftschock nicht so ausreizen sollen. Kacke. Jetzt habe ich natürlich den Giftdieb nicht, Mann. Boah, lass dir das nicht gefallen. Jetzt werden wir noch einmal kurz erholen. Übertragen. Honigkönigin, da ist sie ja. Naja, push dich mal so viel du willst. Interessiert mich einen feuchten Kehricht. Flammenwurf. Das war's für dich, Flunkiefer. Punkte, Punkte. Slimer kriegt Punkte, Punkte. Pantimos. Ja, Pantimos. Du wirst gleich durch die Honigkönigin sterben. Hoffe ich doch mal. Denn der Giftschock wird mit Stab, Item, sehr effektiv und doppelten Schaden durch Vergiftung dir ordentlich eins reindrücken. Ja. Reflektore dich, wie du willst. Das interessiert mich nicht. Giftschock! Boom! So läuft das hier. Felinara! Und es ist vergiftet! Die neue Evoli-Stufe! Ja, wer hätte es gedacht? Sie wird jetzt gleich sterben! Nach dieser Blubberblasen-Animation. Du lebst noch? Und machst Scherzschauer, das ist ja sehr schlau! Oh nein, jetzt wird sie sich gleich wieder heilen! Ah, wie öde! Der letzte Schock, nein! Nein! Komm, mach einen Volltreffer, 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 Volltreffer! Komm schon, Königin, tu mir den Gefallen! Verdammt! Es ist fast tot! Aber es kommt bestimmt wieder so ein Scheiß-Trank-Dingens. Siehst du, Valerie, ich hasse dich. Du Alien-Glubschauge, du. Stachelfinale. Ach, Kacke, stimmt ja. Dreck, Elender. Jetzt habe ich natürlich den Äther nicht mehr. Oh, ich bin so blöd. Ich hätte den Äther behalten sollen. Für solche Notfälle. Zerschneide es einfach. Ach, du Heiliger. Ernsthaft. Ernsthaft. Es hat sich verliebt. Ernsthaft. Du bist ein Insekt. Es ist männlich. Ja, verdammte Kacke. Da will ich doch mal sagen... Beste mal auf Vitorio. Los, komm zurück, Königin. Du hast viel gute Arbeit geleistet. Vitorio wird den Rest erledigen. Haha, es hat keine Währung. Bäm. Das dauert doch länger, als ich es gedacht habe. Super leid. Eisenschädel. Lass das. Boom. Das war's für dich, Valerie. Nidorio hat Punkte. Und ich bin erreicht Level 47. Und Valerie ist besiegt. Schwamm drüber. Morgen lichten sich die Wölkchen wieder und alles ist beim Alten. Gib mir dein Geld und den Orden. Gib mir den Orden und dein Geld. Orden, Geld, Geld, Orden und den Orden. Nicht vergessen. Hui, das war ein tolles Kämpfchen. Schau mal, das ist der Feenorden. Ist er nicht einfach entzückend? Hoppla, ich Dummerchen. Ich war so fasziniert vom Anblick des Ordens, dass ich beinahe vergessen hätte, ihn dir zu geben. Also Händchen auf. Die muss auch alles verniedlichen mit ihrem Chen am Ende. Sie ist ja süß, aber dieses Alien-Glubsch-Augen, Alter. Den Feenorden.
Jetzt, wo du diesen feinen Feenohren besitzt, kommst du super mit Pokémon bis Level 80 aus, selbst wenn du sie mit deinen Freunden getauscht hast. Ich habe keine Freunde, ich bin ein Moff. Ach, und hier habe ich noch was für dich, nämlich diese TM. Betrachte sie als ein kleines Geschenk von mir und halte sie in Ehren. Abgemacht? Also Beutelchen auf. Zauberschein. Beutelchen. Ja, sie muss alles verniedlichen. Ach, du liebes Lieschen. Da hab ich, Dummerchen, doch glatt vergessen, welche Attacke in dieser TM steckt. Ich hoffe, du kannst mir das nachsehen. Mein Modegeschmack ist schon etwas ausgeflippt. Findest du nicht auch? Nun, schon seit meiner Kindheit habe ich davon geträumt, ein Pokémon zu sein. Tja, und genau daraus schöpfe ich die Ideen für meine pfiffigen Entwürfe. Weißt du was, mein Trainerchen? So richtig eins mit meinen Pokémon fühle ich mich erst, wenn wir in einem Kampf in die Ecke getrieben werden. Ich würde ja schon gerne wissen, warum das eigentlich so ist. Vielleicht weil... Nein, ich habe keinen Fetisch. Ach, ist ja auch egal. Ich will mir darüber jetzt nicht mein Köpfchen zerbrechen. Endlich ist sie ruhig. Also, nicht falsch verstehen. Ich mag sie, sie ist süß. Aber sie quatscht so unglaublich viel. Ja, wir sind hier fertig. Raus geht's. Oh Mann, lasst mich doch mal alle in Ruhe. Hallo, mein Führer. Ah, ihr Nervensing. Oh, der Feenohren. Wie schön er glitzert und funkelt. Ich habe vor, mir die Pokéballfabrik anzusehen. Warum kommst du nicht mit? Pokébälle sind echt fantastisch, weil man mit ihnen Pokémon fangen kann. Sie sind quasi poketastisch. Meine Fresse, ey. Geh mit dir auf den Sack. Der Part ist schon wieder so lang. Mann, ich will nicht immer so extrem lange Parts produzieren. Ich mag das nicht. Erstmal schnell alles hier heilen, ne? Ja, heile meine Pokémon, bla bla bla. Du willst nichts erfahren, das ist sehr rücksichtsvoll von dir. Dankeschön. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Da ist AP Plus. Das bekommt nämlich die Honigkönigin für den Giftshop. Ja, dankeschön. So, jetzt weiß ich, ob ist die Attacke schon aufgefüllt. Ich hoffe es doch mal. Bericht. Ja, aufgefüllt und zwei höher, das ist schön. So, meine kleinen Macaronis, jetzt werden wir erstmal diesen Part hier beenden. Wieder Überlänge, aber wir haben den Feenorden in einem Part mit, und das nicht von Anfang an, haben wir uns alles hier erobert und als nächstes geht's in die Pokéballfabrik, wo wir wieder eine Überraschung bekommen werden, sag ich mal, auf die ich mich voll freue. In dem Sinne, Arrivederci und wir sehen uns gleich im nächsten Part wieder, meine kleinen Macaronis. Tschüss!